Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rarbox von Shadow 030. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ra von Shadow 030, das Ganze am 24. April erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das dritte Album von Shadow 030. Wir werden als erstes mal die Folie entfernen. Und dann schauen wir uns das Ganze an. So. Wir haben hier eine Box im Querformat in einem sehr ungewöhnlichen Design. Und zwar haben wir hier tatsächlich eine Bombe. Also so eine Box im Sprengstoffdesign. Wir lesen hier auf diesem Display Ra Shadow 030. Dann haben wir hier diverse Stangen an Sprengstoff in Rot, die hier mit schwarzem Band zusammengebunden wurden. Und dann haben wir hier diverse Drähte, blau-gelb, dann hier noch so ein Draht und dann hier noch in Gelb. Ja, also sieht tatsächlich aus wie so ein Sprengsatz. Heftiges Design, heftige Optik auf jeden Fall. Auf der Rückseite haben wir die Infos zum Boxinhalt, was hier drin befindet. Album-CD, Instrumentals, Bonus-EP, exklusives T-Shirt, Soundbutton, Sticker. Okay. Dann haben wir die Beteiligten, einen Barcode und hier auch nochmal die Infos und Social-Media-Auftritte von Shadow 030. Das Ganze ist eine Klappbox, bedeutet, das Ganze geht hier auf. Als erstes kommt uns hier entgegen der Soundbutton. Dann haben wir hier das Shirt. Ein paar Socken. Okay. Das Album an sich im Digipack inklusive EP und Instrumentals. Und jede Menge Sticker. Von in die Box in Weiß. Was mich jetzt etwas irritiert, sind die Socken, denn ja, denke ich mir noch, die sind hier gar nicht aufgeführt. Also das hat man auch selten, dass in einer Box mehr drin ist, als auf dem Boxinhalt hier angegeben wurde. Okay, freut mich natürlich, dass man hier noch Socken mit dabei hat. Wir haben das Album, ansonsten ist hier tatsächlich alles ohne Folie. Bedeutet, wir haben hier wirklich nur das Album aus der Folie zu schneiden. So, einmal schneiden wir hier auf und dann kommen wir zum Album. Es ist ein Digipack in Schwarz. Wir haben hier Shadow 030 natürlich, wie man ihn kennt, wieder oben ohne. Ich glaube, es gibt wenig Leute oder wenig Rapper, die ich öfter oben ohne gesehen habe als angezogen. Das ist bei dem Herrn auf jeden Fall der Fall. Ra Shadow 030 hier in Gold. Auf der Seite ebenso und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier auf dem Album 13 Tracks, darunter etwas kleiner lesen wir die Infos, wer die Beats gemacht hat und wer die Lyrics geschrieben hat. Die Beats kommen ohne Ausnahme alle von den Hijackers und wir haben hier auch Features mit dabei. Und zwar haben wir hier ein Feature von Yoshimitsu, eines von Jalil und eines von D.I.V., muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht, aber ich glaube, das ist ein französischer Rapper. Dann haben wir noch die Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Als erstes haben wir hier Shadow 030 und auch wieder hier Social Media und Internetauftritt. Dann auf der rechten Seite die gesamte Tracklist nochmal im Überblick und zwar über CD2 und CD3. Bedeutet, CD2 sind die Instrumentals zum Album, 13 Stück. Und dann haben wir CD3 und die beinhaltet nicht nur die EP mit 5 Tracks, sondern wir haben dann hier auch noch 5 Instrumentals drauf, also 10 Tracks hier auf CD3. Und wir haben hier bei der EP kein Blender-Scheiß, so nennt sich die EP, haben wir auch noch ein Feature mit dabei von Silla auf dem ersten Track Fenster. Und auch die Beats hier auf der EP, diese 5 Tracks, wurden auch alle produziert von den Hijackers. So, dann schauen wir mal hinein.
Als erstes haben wir hier die CD Nummer 1. Das ist das Album. In so einer schwarz-goldenen Optik, auch hier wieder rund um diese Kette. Dahinter ebenso. Dann haben wir CD Nummer 2, die Instrumentals, mit so einem Fadenkreuz in der Mitte. Also hier sind eben die Album-Instrumentals drauf, 13 Stück, wie gesagt. Und die Bonus-EP, kein Blender-Scheiß, mit 5 Tracks auf dieser EP plus den 5 Instrumentals. Und hier haben wir dann noch so eine Trommel eines Revolvers. Das Booklet ist auf der linken Seite, in diesem Fall in Schwarz und Rot, mit einem Einschussloch. Auch die Fotos in Schwarz-Rot, genau, das sind die Herrschaften, das sind die Hijackers. Grüße gehen raus an Bruce. Weitere Fotos von Shadow, dann gibt es hier Handschellen und Bargeld. Weitere Fotos. Dann die gesamten Tracks nochmal hier in der Übersicht. Mit Laufzeit, mit Beat-Produzenten und denjenigen, die geschrieben haben. Die Instrumentals. Und natürlich auch noch die Bonus-EP, die kein Blender-Scheiß-EP. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits zum Album. Jawohl, das alles in diesem Booklet hier. So, dann packen wir das Digipack mal zusammen. 3 CDs hier mit drin. Als nächstes kommen wir zu diesem Soundbutton. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, was das hier ist. Habe ich so zuvor noch nie gesehen. Also auf der einen Seite hier komplett in Schwarz. Hier lesen wir nur Made in China. Grüße gehen raus. Darüber gibt es noch so eine kleine Schraube. Dann haben wir hier Shadow 030 und Play und Record und Mic. Aha, okay, wir drücken mal auf Play, was da passiert. Okay, da passiert gar nichts. Wir probieren Record. Hallo, hallo. Es kann natürlich auch sein, dass hier noch keine Batterien drin sind, denn hier steht Loosen Screw to Replace Batteries. Also man hat dann hier die Möglichkeit, irgendwie Batterien aufzufrischen, nachzufüllen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da jetzt vielleicht etwas falsch mache oder ob es da irgendwas noch zu beachten gibt, aber wenn ich es richtig verstehe, wir haben hier die Möglichkeit, etwas aufzunehmen und abzuspielen mit Hilfe dieses Soundbuttons. Und ich gehe mal davon aus, hier Mic, also hier kann man etwas einsprechen und das ist dann hier so der Lautsprecher, wo die Aufnahme dann wiedergegeben wird. Ja, ob es jetzt an meiner eigenen Unfähigkeit liegt oder ob man da wirklich noch Batterien reinmachen muss, keine Ahnung. Aber ja, wir haben hier so einen schwarzen Soundbutton im Querformat. Als nächstes gibt es Sticker und zwar jede Menge Sticker. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal ist dieser Sticker hier dabei. Der kommt in Schwarz und Weiß, auch wieder im Querformat. Hier lesen wir Dechos und Ra. Also 6 Mal dieser hier in Schwarz und Weiß. Und dann haben wir noch natürlich hier wieder Shadow oben ohne. Dieser Sticker ist 5 Mal vorhanden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube ganz ehrlich, dass der vielleicht jetzt einmal zu oft drin ist. Ich glaube, es hätten eigentlich 10 Sticker sein sollen, 5, wenn ich richtig informiert bin. Aber ja, ich freue mich natürlich, wenn ich einen mehr habe. Also 5-mal hier im Hochformat, in Farbe Shadow 030 hier in so einem Comic-Design gezeichnet. Also 10 Sticker insgesamt solltet ihr drin haben. Mit etwas Glück habt ihr auch 11, so wie ich. Dann haben wir Socken mit dabei. Hier lesen wir auch wieder Dechos, Ra, Shadow 030, Baba City, das ist das Label, der Vertrieb Chapter 1. Okay, und dann haben wir hier, ja, die sind auf beiden Seiten gleich, also schwarze Socken mit diesem Aufdruck, mit dieser Schrift hier auf dem Bund, Dechos, Ra, also unter dem Bund, der Bund ist dann hier oben. Jetzt würde mich nur noch interessieren, ob wir hier irgendwo eine Größe sehen, aber ich befürchte, nein. Hier gibt es nichts. Okay, und die Socken waren meines Wissens auch einheitlich von der Größe. Also es gab da keine verschiedenen Größen auszuwählen. Und als letzten
Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Shirt. Und dieses Shirt kommt in Grau. Auf der Brust lesen wir auch wieder Dejos Ra in Schwarz. Auf der Rückseite ist das Ganze blank, also hier alles in Grau. Und wir haben es hier zu tun mit einem Shadow 030 Shirt. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch einen Zettel finden. Ja, das sieht cool aus. So, was haben wir hier? Wir lesen hier einmal das Material. Wo haben wir es? Genau hier. Also wir haben hier 85% Baumwolle und 15% Viskose. Und das T-Shirt ist, wo haben wir die Größe? Sehe ich jetzt da auch keine. War die da oben drin? Nein, aber es dürfte wohl Unisize sein. Also ich gehe mal davon aus, von der Optik Größe L. Aber dadurch, dass es eben 15% auch Viskose ist, ist es etwas besser geschnitten, etwas enger anliegend am Körper. Und wir haben es hier zu tun mit einem Produkt made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt hier in Grau und Schwarz. Dann haben wir die Socken in Schwarz und Weiß. Sticker, zwei verschiedene Formate. Einmal hier das im Querformat und einmal hier das im Hochformat. 10 Stück sollten es sein. Dann diesen Soundbutton hier in Schwarz. Und natürlich das Album an sich im Digipack Ra von Shadow 030 mit insgesamt 3 CDs, also Album mit 13 Tracks, Album Instrumentals, auch 13 Stück und die Bonus-EP mit 5 Tracks plus 5 Instrumentals, also insgesamt dann 18 plus 18, 36 Tracks aufgeteilt auf 3 CDs. Das ist echt eine Menge. Gut, das alles in dieser wunderbaren Box. Ra von Shadow 030. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Shadow 030 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.